Zuerst wird der Korb am Korbrahmen befestigt und mit einem am Boden angebrachten und geöffneten Ballon beiseite gelegt. Die Ballonöffnungen werden mit einem leistungsstarken Ventilator etwa 10 Minuten lang aufgepumpt und dann mit einem Brenner aufgeheizt. Körbe werden von Besatzungsmitgliedern am Boden befestigt, bis der Ballon startbereit ist. Der Korb wird aufgestellt, die Passagiere und der Pilot gehen hinein und der Pilot startet ein Feuer vom Brenner aus, um den Ballon vom Boden abheben zu lassen. Genießen Sie eine spannende Ballonfahrt über die Ruinen der Tempelanlagen. Von oben haben Sie einen idealen Ausblick auf das imposante Tempel-Area, die vielen Reisfelder und die kleinen Dörfer im Umkreis. Diese Fahrt mit dem Heißluftballon zum wunderschönen Angkor Wat ist eine unterhaltsame und auch entspannende Erfahrung, die Ihnen nach dem Ende des Fluges für immer in Erinnerung bleiben wird. Sie werden die großartige Gelegenheit haben, die faszinierende Angkor Wat Tempel vom Himmel aus zu sehen. Für Einsteiger der Ballonfahrt die perfekte Gelegenheit, erste Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln.